Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen. Wir werden heute den Beweis dafür antreten, wie regierungstreue Transformation der linksgrünen Ideologie durch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender potenziert und ausgestrahlt werden. In einer Sendung des Morgenmagazins, kurzer Bildausschnitt, bitte die Bild- und Tonqualität zu entschuldigen, das ist abgefilmt worden, Quelle ist hier das Morgenmagazin, Frau Hayali sprach davon, dass vor einem Jahr die letzten drei Atomkraftwerke abgeschalten worden sind. Die Prophezeiung, die hier Schlimmes vorhersagten, sind nicht eingetroffen. Und ja, das zeigt also, Frau Hayali bewegt sich wunderbar in einer Welt der zwangsfinanzierten, durch uns bezahlten Medien, aber gleichzeitig gegen uns agierenden Informationen. Hören wir es uns einfach mal kurz an. Vor genau einem Jahr wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Die Sorge bei vielen war groß, dass es dadurch zu Stromausfällen kommen würde und dass wir teuren Atomstrom aus dem Ausland importieren müssten. Eingetreten ist das so nicht und trotzdem geht die Diskussion weiter. Die Union will zurück zur Atomkraft und dabei auch auf neue Technologien setzen. Dazu jetzt Elisa Miebach und Andreas Niemers. Vielsagend, bildet euch bitte mal eure Meinung. Im Anschluss daran wurde noch kurz eine kurze Sequenz gezeigt, die den Atomausstieg hier nochmal in Bild und Ton beschrieben hat. Wir zeigen es Ihnen und so, dass Sie sich jetzt mal ein Bild machen können. Auch darüber, über Inhalt und den sogenannten Experten, werden wir Sie aufklären. Neckar-Westheim, eines der letzten drei Atomkraftwerke Deutschlands. Abgeschaltet um kurz vor Mitternacht vor einem Jahr. Noch immer läuft aber die Debatte um die Atomkraft. Die Union fordert einen Stopp des Rückbaus der Kernkraftwerke. Das Abschalten sei falsch gewesen. Falsch aus Kostengründen, falsch aus Klimaschutzgründen und auch falsch aus Versorgungssicherheitsgründen. Der zuständige Minister reagiert gestern mit einem Video im Netz. Die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Wäre das Wiederhochfahren der Atomkraftwerke überhaupt eine Option? Ein Hindernis? Neue Genehmigungen für die alten Meiler zu bekommen. Die werden dann nach den heutigen Ansprüchen an Sicherheit bewertet. Mir ist nicht bekannt, dass in Europa jemals ein abgeschaltetes Atomkraftwerk wieder in Betrieb genommen wurde. Das ist quasi aussichtslos. Quelle auch hier, das Morgenmagazin. Es kam hier nochmal bildhaft zum Ausdruck, dass die Atomkraftwerke letztes Jahr im April abgeschaltet worden sind. Der Atomausstieg beschleunigte sich durch Frau Merkel. Fukushima, seinerzeit der atomare Zwischenfall. Hier wurden im Pazifik atomare Teilchen abgeleitet, die sicherlich auch heute noch ihre Bedeutung haben, wobei man Fukushima und die Notwendigkeit dessen, das anders abzusichern, nicht mit Deutschland oder mit europäischen Standards vergleichen kann. Denn hier sind Erdbebengebiete, die wir zum Glück in Deutschland so in dieser Form nicht zu befürchten haben. Dann kam Herr Habeck zu Wort und gut nach seiner Sicht, und das ist auch nachvollziehbar, sagt, es gab nie ein Problem und es wird auch nie ein Problem geben, aber wenn man mit so viel Unkenntnis in der Öffentlichkeit, wie in der Vergangenheit bewiesen, auftritt, dann ist es kein Wunder, dass er das so sieht. Dann kam ein gewisser Professor Leon Hirt zu Wort, der hier sagte, also es gab es also noch nie, dass ein Atomkraftwerk nach dessen Abschaltung letztlich wieder in Betrieb genommen wurde. Und dann fragt man sich, wen holen die sich als Experten? Und dann hören wir, Leon Hirt gilt als einer der renommiertesten Experten für den europäischen Strommarkt. Er ist Inhaber eines Unternehmens, das für die Energieberatung, insbesondere für die neue erneuerbare Energieberatung eintritt. Also ein unabhängiger Experte, der auch nichts unversucht lässt, wenn Thesen von Menschen mit Wissen an die Öffentlichkeit getragen werden. Dass er hier deutlich widerspricht und bei Hans-Werner Sinn scharfe Kritik an der deutschen und europäischen Klimapolitik schlägt hohe Wellen. Hier antwortet ihm der Energieökonom Leon Hirt. Also er hört ihre Grün-Links-Transformation ist deutlich zu erkennen. Aber wir wissen das ja, dass zufällig vorbeikommende Passanten interviewt werden und dass die dann nicht selten Mitarbeiter von öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.
oder dass es Politiker der Grünen, der SPD sind, die dort interviewt werden und die rein zufällig vorbeikommen. Es sind schwere Zeiten, nicht nur schwere Zeiten innenpolitisch und außenpolitisch, sondern schwere Zeiten für die Nachrichtenberichterstattung. Deshalb haben wir Hallo Meinung und Sender Peter Weber ins Leben gerufen. Wir sagen danke für die Unterstützung und wäre schön, wenn er uns weiterempfiehlt, denn wir wollen täglich mehr werden. Nun gab es vor kurzem eine Information, die sagt, bekommen nur die Position der Regierung zu hören. Und dann heißt es also, vor einem Jahr schaltete die Ampel die AKWs ab, das haben wir besprochen. Jetzt rechnet Atomexpertin Vera Wendland ab und stellt die Grünen Partei und den öffentlich-rechtlichen Medien ein vernichtendes Zeugnis aus. Sie sagt also, ich will euch nichts Verkehrtes sagen, das ist diese Information, nicht, dass man sagt, wir verbreiten Informationen, die nicht den Tatsachen entsprechen. Leider entsprechen sie alle den Tatsachen und das ist für uns nachteilig. Die Politiker haben dann ihr Schäfchen im Trockenen. In jedem öffentlich-rechtlichen Sender würden die Bundesregierung und vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck ihre Fehler, die uns teuer zu stehen kommen und noch kommen werden, mit dem Kunstharz ihrer verlogenen Kommunikation überzogen. Das heißt also, man macht uns etwas vor, was leider Gottes nicht den Tatsachen entspricht. Strompreise gehören zu den höchsten in Europa. Die CO2-Bilanz unserer Elektrizitätswirtschaft gehört zu den schlechtesten. Wendland sagt weiter, Schuld sei eine grüne Atomangst-Doktrin, die über 30 Jahre bei uns wie ein Netz kulturell überzogen wird und die implantiert, dass wir parteiübergreifend hier etwas Teuflisches bewegen, wenn wir weiter in die Atomkraft investieren. Andere Länder tun es, Frankreich tut es, Finnland tut es, Schweden tut es, also in einer Größenordnung. Ja, aber wir importieren Strom und das in einem Verhältnis, das durch nichts zu rechtfertigen ist. Wir haben die höchsten Energiepreise in der Welt. Wir haben es gehört, es hat keine Auswirkungen und die neuesten Meldungen verheißen nichts Gutes. Wir haben einen Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe. Wir haben also einen Ökonomen, Professor Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Leibniz-Institut hatten wir ja schon drüber gesprochen, auch mit über 1,3 Milliarden gefördert. Die Abschaltung der Kernkraftwerke in den vergangenen Jahren bedeuten einen klaren Wohlstandsverlust für Deutschland in Milliardenhöhe. Milliardenhöhe, das sind Größenordnungen, die sind nur von Generationen zu tragen. Hier ist es einfach so, wenn Ideologie Hirn schlägt, dann sind wir chancenlos. Wir haben die Situation jetzt, dass uns Länder überholen. Es gibt keine Schwellenländer mehr in dem Bereich. Wir zahlen ja Entwicklungshilfe an China und an Indien, China und Indien in beträchtlicher Höhe. Der Bundeskanzler Scholz ist ja auf einer China-Reise und versucht dort hier zwischen Ideologie und Realpolitik zu vermitteln. Das wird ihm nicht gelingen. China weiß um die Stärke. Wir erleben jetzt die Auseinandersetzung Iran im Nahen Osten mit Israel. Auch dort wird vom Co-Vorsitzenden der Grünen gesagt, Noripur, wir müssen endlich Härte zeigen gegenüber dem Iran. Das hat ja Frau Baerbock getan, indem sie dem chinesischen Staatspräsidenten als Diktator bezeichnete. Ich habe selber in China zu tun gehabt, habe Wirtschaftsbeziehungen und Geschäftsbeziehungen zu China gehabt und muss sagen, das vergessen die nicht. Das geschieht in einem Verhältnis jetzt, das immer spürbarer wird und zwar in der Form, das ist alleine jetzt hier im Monat April, bekannter Hersteller ist insolvent, Weltmarktführer aus Deutschland ist pleite, Insolvenzen vom deutschen Branchengigant, nächstes Transitionsunternehmen pleite, deutsche Getränkehersteller, das sind alles verschiedene Firmen. Aber Herr Habeck sagt, es ist doch alles bestens, es gab nie ein Problem. Für diese Menschen wird es auch nie ein Problem geben, soll heißen, wenn die nicht mehr in Verantwortung sind, ich hoffe, das ist bald der Fall, dann bekommen sie Beraterpositionen, dann sind sie schon so abgesichert, dass sie Übergangsgelder bekommen und glaubt mir, um ihre Pensionen müssen sie sich keine Gedanken machen. Es wird viele Menschen geben, die dafür arbeiten, dass diese Herrschaften fürstlich in ihrer Bezahlung weiterleben können, dass sie sich einen Lebensstandard erlauben können, der für Normalverdiener undenkbar ist, aber zur Rechenschaft gezogen werden sie nicht. Und deshalb meine ganz klare Maßgabe, sollte dieser Politikstil sich ändern, wird eines sein, wir müssen Politiker mit in die Haftung nehmen. Ich sage an dieser Stelle, danke für die Aufmerksamkeit. Wir geben uns viel Mühe, wir betreiben viel Aufwand
Und ich bedanke mich bei Ihnen, bei denjenigen, die uns unterstützen. Diese Unterstützung brauchen wir. Diese Art und Weise, Medien darzustellen und zu verbreiten, verursachen Kosten. Und diese Kosten bitte ich Sie, dass Sie sich bitte daran beteiligen. Und wenn Sie sagen, diese Sendung interessiert Sie nicht, dann schalten Sie einfach ab. Aber wenn Sie dabei sind, für diejenigen, die uns unterstützen, recht herzlichen Dank. Und dies noch nicht tun, ist doch vielleicht eine Anregung, uns mit geringen Beiträgen zu unterstützen, dass wir euch weiter informieren können. Denn von den Öffentlich-Rechtlichen, wie wir es gerade gehört haben, werdet ihr diese Informationen nicht erhalten. Danke, sagt der Peter Weber und das Team.